Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man einen ganz einfachen Fahrstuhl bauen kann, mit Hilfe von Slimeblöcken und einem Minecart. Und ich würde sagen, ich zeige euch den mal, und zwar steigt ihr hier einfach ins Minecart ein und könnt dann eben den Knopf drücken. Und dann funktioniert der Fahrstuhl nach oben, fährt nach oben. Und ihr könnt euch hier ganz entspannt eben nach oben befördern lassen, ganz ohne Leitern, ganz ohne Treppen. Und wenn ihr oben seid, könnt ihr einfach Shift drücken und dann steigt ihr quasi aus dem Minecart aus und könnt dann hier oben eben machen, was ihr wollt. Beziehungsweise könnt ihr jetzt natürlich auch wieder, wenn ihr den Knopf oben drückt, wieder nach unten. Jetzt zeige ich euch mal von der Seite, wie das dann aussieht mit den Slime-Blöcken und eben mit dem Minecart, in dem man drinnen sitzen würde. Und das Ganze ist eben ziemlich einfach und ich würde sagen, ich fange direkt mit dem Tutorial dafür an. Und das Erste, was ihr macht, ist, ihr überlegt euch, auf welcher Ebene das quasi starten soll. In diesem Fall soll jetzt hier quasi in die Tür rein der Fahrstuhl sein. Und dann buddelt ihr erstmal ein Loch, das 4 Blöcke tief ist und insgesamt 3 Blöcke breit und 4 Blöcke lang. So, und dann macht ihr hier erstmal eine kleine Treppe in die Wand. Und macht dann hier unten einen Sticky Pissen hin oder einen klebrigen Pissen. Ich weiß gar nicht, oder Schleimpissen oder Schleimkolben heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und dann hier oben nochmal 2 Redstone hin. Und dann macht ihr da oben, wo das Redstone direkt drunter ist, das ist dieser Block, macht ihr dann einen Knopf hin. Und wenn ihr diesen Knopf jetzt drückt, dann müsste der Pissen sich aktivieren. So, funktioniert perfekt. Und vor dem Pissen tut ihr dann noch einen Block. Und dann lasst ihr einen Block frei und macht dann danach einen Obsidian-Block hin. Das funktioniert jetzt so, dass halt ein Observer quasi erkennt, dass dieser Block hier nach vorne geschoben wird und dementsprechend geht dann der Fahrstuhl los. Und der Obsidian-Block ist eben hier, damit eben der Fahrstuhl zum Stehen bekommt, weil die Slime-Blöcke, die ziehen ja quasi Blöcke mit, aber können halt nicht unendlich Blöcke mitziehen, beziehungsweise können auch einige Blöcke nicht mitziehen, zum Beispiel Obsidian, den kann man eben nicht bewegen. Und dementsprechend würde der Fahrstuhl dann hier aufhören, quasi nach unten zu fahren und dementsprechend kann man dann hier perfekt aussteigen später. Also was Ähnliches bauen wir oben auch nochmal und so machen wir dafür wieder... Oder wir überlegen uns erstmal, wo halt die Ebene sein soll, in diesem Fall jetzt hier soll der Fahrstuhl sein. Und dann geht ihr quasi 3 Blöcke nach oben und platziert da erstmal einen Block, in diesem Fall zum Beispiel eine Seelaterne. Und dann macht ihr dahinter dran nochmal 3 Obsidianblöcke. So, dann habt ihr das quasi auf 3 Blöcke über dem Block, wo der Fahrstuhl ankommen soll, ist dann eben Obsidian. Und dann den letzten hier baut ihr dann einen Pisten und dann macht ihr hier wieder ein Redstone-Signal hin, das dann eben irgendwo hingeht, wo ihr halt den Knopf haben möchtet. Ich mache den jetzt hier mal an die Decke. Und dementsprechend, wenn ich diesen Knopf jetzt drücke, müsste der Pisten sich bewegen. Allerdings gibt es einen kleinen Bug in dieser Version, und zwar seht ihr das schon, der Pisten, der geht einfach nicht wieder nach oben. Hier vorne habe ich das auch gemacht, ich weiß nicht, warum es hier funktioniert tatsächlich. Also hier ist es genauso, und der Pisten wird halt hoch und wieder runtergeschoben, aber hier bleibt das irgendwie so. Und das kann man ganz einfach fixen allerdings. So baut ihr dann einfach noch einen Block hinten dran, noch einen Obsidian-Block, nehmt dann noch einen Pisten und noch einen Redstone, und warum auch immer, jetzt funktioniert das. Also ich kann es mir nicht erklären, ist vielleicht echt nur ein Bug. Aber auf jeden Fall könnt ihr das so fixen und theoretisch auch für immer so lassen, so wird es nämlich auch weiterhin funktionieren. So, das nächste, was wir jetzt bauen, ist der Fahrstuhl an sich. Und zwar brauchen wir dafür Slime-Blöcke. Die nehmen wir uns hier mal. Und dann braucht ihr eine Power-Rail und dann ein Minecart, in das man halt einsteigen kann und dann irgendwelche Halbsteine hier benutzen möchtet. Ich nehme jetzt mal hier die Smoothstone-Halbsteine quasi. Und dann braucht ihr später natürlich noch einmal Observer und einmal ein paar Sticky-Pisten. Und dann überlegt euch eben, wo das sein soll. Wir wollen in diesem Fall jetzt mal hier auf diesem Block hier das Minecart stellen. Und dann stellt ihr hier eine Power Rail hin. Und ihr müsst dafür sorgen, dass sie von links nach rechts geht und nicht so von vorne nach hinten jetzt quasi. So platziert ihr dafür dann, falls das so ist, nur einfach einen Block daneben, macht dann noch eine Schiene dahin und dann schiebt die sich nämlich so hin. Das sorgt nämlich dafür, dass das Minecart eben nur nach links und rechts fahren könnte und da kommt nachher noch eine Reihe Blöcke hin und dementsprechend kann das Minecart eben nicht quasi aus dem Fahrstuhl rausgeschoben werden. Und das machen wir jetzt auch als nächstes, und zwar machen wir hier nochmal links und rechts jeweils eine Säule quasi nach oben. Das sorgt nämlich, wie gesagt, dafür, dass man auch nicht aus dem Fahrstuhl rausfallen kann. Das ist nämlich ansonsten halt möglich, und das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn man einen richtig hohen Fahrstuhl hat und dann fällt man da raus und stirbt vielleicht am Fallschaden oder sowas. Das wollen wir nicht. Dementsprechend machen wir da ein paar Blöcke hin. In diesem Fall nehme ich jetzt mal Glas, einfach weil das, finde ich, ganz cool aussieht. Und dann könnt ihr hier eben ganz getrost euer Minecart hinstellen, das ich jetzt nicht mehr im Inventar habe, so. Das Minecart hier hinstellen und dann könnt ihr jetzt eben nach links und rechts fahren und ihr fallt hier eben nicht mehr raus. Das ist ganz gut. Und was wir dann machen ist, wir gehen hier nochmal zu der Seelaterne, die ist 3 Blöcke über uns und dann machen wir da quasi einen Halbstein hin. Also bedeutet, dass man hier jetzt 2,5 Blöcke quasi frei hat und Platz hat. Und dann platzieren wir hier an den unteren Halbstein quasi einen Slime-Block und dann machen wir dann nochmal 3 oben drauf, sodass wir auch beim oberen Block noch einen Slime-Block haben. Und so wird das Ganze dann später funktionieren. Den Obsidian-Block unten machen wir dann nochmal 2 Slime-Blöcke und dann machen wir hier oben erstmal einen Observer hin, der quasi nach unten guckt. Das bedeutet, dass der rote Punkt nach oben schauen muss und dann guckt nämlich das Gesicht nach unten und wird hier erkennen, dass der Pisten sich hier hinschiebt, beziehungsweise dass der Pisten hier den Block halt hinschiebt. Und oben drauf machen wir dann einen Sticky-Pisten, der das Ganze dann nach oben schiebt, beziehungsweise machen wir genau dasselbe nochmal hier in umgekehrter Variante. Das
bedeutet, dass wir hier oben einen Observer haben, der nach oben schaut. Also platziert ihr den von unten ran quasi, dass eben der rote Punkt nach oben, unten zeigt, wie gesagt, und das Gesicht nach oben. Und unter dem stellen wir dann nochmal ein Sticky-Pissen. Und jetzt müsste das Ganze eigentlich funktionieren. Wir werden das Ganze auch mal schnell testen. Ihr könnt theoretisch auch das Minecart, wie gesagt, weglassen und dann einfach euch da reinstellen. Aber ich finde das Minecart eben ein bisschen cooler, dann kann man da drin quasi sitzen. Und wenn wir jetzt den Knopf hier drücken, dann müsste, wie gesagt, der Pisten den Block da hinschieben und das müsste dafür sorgen, dass der Fahrstuhl nach oben fährt. Wir werden das mal testen und ja, das scheint ja ganz gut zu funktionieren. Ziemlich nice. Und wenn wir oben sind, müsste das auch genau an der richtigen Stelle stoppen. Und das Coole an diesem Fahrstuhl ist zum Beispiel auch, dass man theoretisch ohne Minecart können sich hier eben diverse Spieler reinstellen und das gleichzeitig benutzen. Und das Ganze stoppt hier oben, das ist genau richtig. Wenn wir jetzt hier den Knopf drücken, müsste das Ganze auch wieder nach unten gehen. Und dann funktioniert der Fahrstuhl. Das war eigentlich das ganze Tutorial, ist ziemlich einfach. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser einfache Fahrstuhl. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, würde ich mich freuen, wenn ihr mal Hashtag Fahrstuhl in die Kommentare schreibt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal im weiteren Tutorial. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.